Alles klar, Dimi. Zuletzt gab es doch einige Heimspiele in der O2 World. Jetzt am Wochenende geht es gleich zweimal auswärts ran mit Düsseldorf und Ingolstadt. Zwei Gegner, gegen die ihr schon gespielt habt, gegen Düsseldorf sogar schon dreimal. Was erwartest du vom Gegner da? Ja, es wird sicherlich wie jedes Spiel in der Liga ein hartes Spiel für uns. Gerade auswärts ist es für uns natürlich ein bisschen schwerer ohne unsere Fans im Rücken. Wir müssen sicherlich von der ersten Minute wach sein gegen Düsseldorf. Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen, dürfen nicht einfach blind nach vorne spielen, müssen geduldig sein. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir unser Spiel durchziehen, geduldig sind, dann werden wir auch die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Na gut, ich glaube, Düsseldorf wird schwieriger als erwartet. Die spielen zu Hause, die haben ganz große Ehre, daheim spielen zu dürfen. Ich weiß, sie haben viele Verletzte zurzeit, ein paar mussten zur Nationalmannschaft gehen. Das darf man alles nicht unterschätzen. Die werden sich mit allen Sachen, was sie haben, reinhauen. Und wir müssen einfach versuchen, hochkonzentriert in dieses Spiel zu gehen, es ja nicht auf die leichte Kappe zu nehmen. Weil sonst geht das ganz schnell nach hinten los. Ich glaube, wenn man andere Mannschaften sieht, die haben es da auch schon vergeigt. Und ich will nicht, dass wir uns da auf die gleiche Liste setzen wie die. Und wie gesagt, wir wollen wieder aggressiv vorne reingehen. Wir wollen das Spiel in denen ihre Zone machen und die gar nicht jetzt zum Spiel kommen lassen. Dann glaube ich, haben wir ganz gute Chancen. Dass man schon dreimal gegen die gespielt hat und auch dreimal gewonnen hat, blendet man sowas dann aus und geht komplett neu ins Spiel oder hat man das schon noch so ein bisschen in Gedanken? Ja, natürlich haben wir es ein bisschen im Hinterkopf, aber man muss auch sehen, die anderen drei Spiele, die wir gespielt haben, da haben wir auch hochkonzentriert gespielt. Da haben die Sachen eigentlich immer ganz gut gemacht. Und auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter genommen, wie ich gerade sagte. Aber es ist ein neues Spiel, dauert wieder 60 Minuten. Düsseldorf ist immer ein unangenehmer Gegner zu spielen. Aber ich glaube, wir haben es bis jetzt immer ganz gut hingekriegt. Aber wie gesagt, wenn es einer auf die leichte Kappe nimmt, dann geht es ganz schnell nach hinten los. Jetzt fahrt ihr heute schon los, seid 5 Tage dann unterwegs. Ist das für euch schwieriger, so lange von zu Hause weg zu sein? Oder sagt man sich, dann haben wir diese Hin- und Rückreisen nicht und können entspannt im Hotel sein und das ist einfacher für euch? Ja, ich meine, Auswärtsspiele gehören leider dazu. Natürlich spielen wir lieber zu Hause und sind lieber zu Hause, aber die gehören dazu. Und es ist ganz gut, jetzt auch 4 Tage am Stück mit den Jungs kurz vor Weihnachten zu sein. Das ist quasi unsere Weihnachtsreise. Wir können ein bisschen quatschen, ein bisschen zusammen sein, hoffentlich auch die Punkte mit nach Hause nehmen und das dann auch ein bisschen genießen. Ja, ich glaube, es ist ab und zu anstrengend, wenn man hinfährt, spielt und wieder zurück. So sind wir mal 4-5 Tage unterwegs, können sich direkt nur aufs Eishockey konzentrieren. Und ich glaube, wenn man solche Auswärtsspiele hat, dann ist es natürlich fast ab und zu besser, wenn man das an einem Stück macht. Da weiß man, okay, ich fahre heute los, ich bin am Sonntagnacht wieder da. Und dann kann man sich, wie gesagt, auf das vorbereiten, auf das Einsehen und man ist einfach vorbereiteter, glaube ich, vor die Spiele. Du hast jetzt gerade gesagt, da könnt ihr euch nur aufs Eishockey konzentrieren. Weihnachten steht aber ja auch vor der Tür. Ihr seid jetzt 5 Tage unterwegs. Wie macht denn ihr das mit Geschenke besorgen? Tja, ich glaube, Amazon probiert gerade diese Drohnen aus oder sowas, keine Ahnung. Nee, wer sie jetzt noch nicht besorgt hat, glaube ich, bei dem wird es eng. Sonst, ja, ich glaube, da werden noch viele Leute heute und die nächsten Tage am Telefon sitzen und schauen, ob sie noch welche Bestellungen machen können. Aber wird eng, auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin eigentlich so ein sehr, sehr spät Geschenkebesorger. War gestern noch in der Stadt, hab die letzten Sachen besorgt. Hab mich da ein bisschen überschätzt. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, aber jetzt kam der Trip dazu, dann das Wochenende. Aber die Geschenke sind besorgt, also meine Liebsten, die müssen sich keine Sorgen machen. Vielen Dank.